Wir haben uns vorbereitet und nun geht's um die Wurst. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir hier was machen können. Ich meine, das hier ist ja irgendwie eine ziemlich lächerliche Bande. Kann ich vielleicht irgendetwas noch machen? Ja, das Entrop bringt uns halt hier bei der Truppe überhaupt rein gar nichts. Ja, schauen wir mal, ob die jetzt hier zugrunde gehen, wenn sie es versuchen. Ich könnte noch versuchen, ihre Rüstung zu reduzieren. Wisst ihr was? Bevor ich gar nichts denen reindrücke, drücke ich denen wenigstens nochmal eine Reduzierung der Rüstung rein. Bin gespannt, ob wir das jetzt abwehren können. Ich meine, im Grunde haben wir eigentlich schon ziemlich ideale Grundvoraussetzungen. Ne? Die große Armee kommt noch. Sie kommt ziemlich genau von da. Und die kommen auch ziemlich genau von da. Ich kann also tatsächlich meine Kampfkraft hier bündeln. Und ich habe sogar noch zwergische Schützen dabei. Das ist auch mega geil. Also, tun wir die Strelzi dahin. Die zwergischen Jungs dahin. Euch dahin. Und dann habe ich eigentlich nur noch eine Einheit Schützen, die ich mein... Ja, ich packe sie mal da ein, falls irgendjemand da drüben hinläuft. Also für mich geht es jetzt erstmal darum, dass ich so viele Türme wie möglich hier jetzt einsetze. Man kann hier noch die Jungs reinnehmen, weil die werden auch in diese Richtung noch ballern. Beziehungsweise eigentlich habe ich hier sogar noch fast eine bessere Idee. Ich packe euch da oben hin, weil ihr könnt dann die Granaten darunter werfen, falls da irgendwie Bedarf entsteht. Bedarf nach Granaten. Versteht, was ich meine. Dann nehme ich euch hier sogar wieder runter und packe euch tendenziell eher noch dahin. Euch noch dahin. Falls sie dieses Tor angehen, könnt ihr die Granaten dahin werfen. Dann würde ich auf jeden Fall liebend gerne hier schon mal einen Turm hinsetzen und hier liebend gerne einen Turm hinsetzen. Dann haben wir nämlich schon mal die beiden wichtigsten Türme gesetzt. Darüber hinaus rechne ich eigentlich eher mit einem Durchbruch hier. Aber wisst ihr was, wir wollen auch mal nicht dumm sein. Lasst uns mal rein, vorsichtshalber, auch noch ein bisschen Verteidigung an den anderen Toren zumindest setzen. Und Türme natürlich, ne? Also dass die auf jeden Fall alle das Gefühl haben, dass sie hier irgendetwas Sinnvolles beitragen können zur Verteidigung unserer Siedlung. Dann, wenn die hier reinkommen, ja, das ist eigentlich ideal. Dann machen wir jetzt hier eine schöne Doppellinie hin. Ah, die haben weniger Reichweite als die. Ne, haben sie nicht. Das sah bloß so aus. Gut, dann packe ich euch da noch hin. Ich packe euch. Ich will das so machen, dass wenn der Gegner reinkommt, dass er sofort eine abbekommt. Die sollen sich ja nicht unbehandelt fühlen hier an der Stelle. Dann haben wir nochmal zwei Jungs hier. Ja, nur für den Fall, das können wir mal hier noch einen hinpacken. Das ist eine ziemlich sinnlose Sache, weil ganz im Ernst, wann bricht hier schon mal einer durch? Ich glaube nicht, dass die KI das versuchen wird. Aber wer weiß. So, du gehst hier noch hin. Wäre so mein Plan. Dann haben... Oh, ich habe hier tatsächlich jetzt irgendwie runtergenommen. Moment. Ja, die habe ich irgendwie da runtergenommen. Ja, da wird schon keiner hinlaufen. Berühmte letzte Worte, ne? Also, du gehst noch dahin, du gehst noch dahin. Dann könnt ihr hier so ein Kreuzfeuer veranstalten. Und dann habe ich noch eine Einheit, die ich wahrscheinlich sowieso woanders hinpacken werde, sobald die Schlacht einigermaßen läuft. Weil wir alle wissen ja, wie es läuft. Beziehungsweise euch schicke ich noch raus. Und ich glaube, jetzt habe ich alles... Ich check's nochmal ab, ne? Vorsichtshalber. Ja, das sieht alles bis jetzt ganz brauchbar aus. Ja, dann können wir loslegen. Ich hole mal die Kavallerie raus, die kann schon mal schlimme Dinge jetzt hier anrichten. Wenn es nach mir geht. Und genau das möchte ich, dass hier nicht passiert, dass Mauern eingerissen werden. Deswegen gehen wir jetzt mit der Kavallerie dahin. Die
Die machen wir nämlich schnell fertig hier. Wow, den Damage, den wir gemacht haben, der war aber auch ein bisschen überschaubar, ne? If you ask me. Jetzt muss ich die einzeln chasen, so wie es aussieht. Es ist gar nicht so einfach, dieses Ding zu verfolgen, habe ich so das Gefühl. Das möchte nicht verfolgt werden. Diese schießenden Mopeds, ey. Okay. Eins ist schon in die Luft geflogen, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt in die Luft geflogen. Gut. Aber der Rest von denen kommt jetzt halt doch rein. Gut, das war zu erwarten. Und jetzt noch auf das da drauf. Einige von denen bekommen schon Damage, das ist gut. Nice. Also, dann werden wir uns jetzt hier mal aufstellen und mal abwarten, was der Schaden so sagt, den sie jetzt hier anfangen zu fressen. Wir können in der Zwischenzeit schon mal hier unsere Turmstruktur so nach und nach aufbauen. Ach du Kacke! Sie haben es doch aufgekriegt. Ja, das ist nicht das, was wir wollten. Das ist jetzt sehr schlecht. Vor allem, weil halt auch einige Strelzi dabei hops gegangen sind. Okay, ich bin gespannt, wo sie hinmarschieren. Hier noch ein Türmchen hin. Auf jeden Fall schießen jetzt hier unsere Türme schon mal ein bisschen. Wir können das Ganze mal beschleunigen. Jawohl, also die Zahl unserer Türme hier ist schon gut. Und vor allem Schaden produzierend. Was ich fast sogar noch wichtiger finde. Wir verbessern diesen Turm hier. Diese Verstoßenen des Korn haben es gleich hinter sich. Dass die überhaupt noch... Ja, okay, es ist wieder mal eine Armee, wo Skarbrand höchstpersönlich dabei ist. Da neigen die halt dazu, ewig durchzuhalten. Auch unter dem härtesten Beschuss. Man hat übrigens den Eindruck, dass die KI den hier absichtlich als Opfereinheit auserkoren hat. So wirkt es ein bisschen auf mich. Aber das Gute ist auch, dass unsere Türme wenigstens halbwegs intelligent sind. Und dann gleich den nächsten sich jetzt hier krallen. Aber guck mal, das ist schon wieder die nächste Opfereinheit. Die wir jetzt hier gerade eben erleben. Mann, bin ich froh, dass ich einige Türme hier besetzt habe. Ich will, dass jetzt dahin geht. Der Turm muss auch besetzt werden. Also tatsächlich wird hier wohl keiner kommen. Das heißt, ich kann diese Jungs jetzt hier davon entfernen und woanders einsetzen. Selbiges gilt auch für dich. Ja, wenn die so weitermachen, dann wird das für mich ein easygoing Move hier. Hier gehe ich gleich auf die nächsthöhere Stufe des Turms. So. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Aber gut für ihn ist es nicht. Nee, also der tut hier gerade eben Dinge, die nicht gut für seine Strategie sein dürften. Das sage ich jetzt mal klipp und klar. Das kann so natürlich jetzt kein Erfolg werden. Okay, dann gehst du jetzt hier wieder da hoch und du gehst wieder dahin. Ich kann die tatsächlich lenken, je nachdem, wie ich meine Leute lenke. Oder geht ihr schon wieder nach Hause? Habt ihr irgendwie noch Brokkoli im Trockner oder sowas? Was ist der Grund, dass ihr geht? Ich glaube, die gehen wieder. Die wollen nicht. Das ist, ja gut, aus Sicht von Korn macht das hier Sinn, was hier passiert, ne? Hauptsache, jemand blutet und stirbt. Und wenn es die eigenen Leute sind, also Skarbrand erfüllt einfach nur seine Aufgabe.
So könnte man das jetzt hier stumpf betrachten. Und das mit Erfolg. Also es ist natürlich kein Erfolg für seine Armee, aber es ist ein gewisser Erfolg, den man ihm jetzt hier nicht wegdiskutieren kann. Ich werde jetzt tatsächlich auf die höchste Stufe hier noch gehen, weil es geht ja. Sag mal, kann es sein, dass ich ihn so hart abschrecke, mit dem bisschen, was ich in Verteidigung hier drin habe, der Eindruck entsteht? Ja, wenn es so weitergeht, schießen wir halt einfach alles tot. Jetzt gehen wir halt doch noch da hoch und setzen noch Truppen dahin, weil ich glaube, so langsam aber sicher, dass er glaubt, dass das hier die einzige Zugriffsstelle ist, die ihm bleibt. Aber ich habe halt überall Türme. Das wird es für ihn jetzt nicht gerade geiler machen. Bleiben wir mal bei den Fakten, ne? So langsam aber sicher macht er sich dann doch auf in unsere Richtung. Dann kommt ihr mal wieder hierher. Dann bauen wir dich noch aus. Aus Gründen. Oh oh. Das sind verstoßene Discorn. Ich hole euch mal rein. Ich brauche da jetzt niemanden, der draußen jetzt hier niedergemetzelt wird. Das muss nicht. So, ihr dreht euch jetzt in diese Richtung. Du drehst dich noch in diese Richtung. Ich kann euch jetzt alle hier gebrauchen, weil sie balgen sich jetzt wahrscheinlich gleich hier. Dann schicken wir da noch mal ein paar Armbrustschützen hin. Ein paar lasse ich hier noch, aber ich glaube, sie wollen jetzt hier durch, ne? Ist nicht die smarteste Idee. Sagen wir, wie es ist. Kann ich mit euch hier nachher noch denen in den Rücken fallen, wenn ich hier alles richtig mache? Skarbrand kommt persönlich nun hierher. Und frisst jetzt hier erstmal eine ganze Salve. Wie schießen sie? Der Mann will das so. Okay, wir richten uns jetzt hier diesen Zerfleischern gegenüber aus. Dann hole ich euch hier runter. Ihr schießt ja auch noch auf die drauf. Der will natürlich schon wieder jetzt hier alles irgendwie in den Nahkampf zwingen, aber ich möchte das nicht. Eine Einheit muss ihm reichen, dem alten Gierschlund. Benutzen wir gleich mal die Zwerge. Okay, ich kann schon wieder einen Turm aufs Maximum aufwerten. Ja, nee, nicht ganz. Hier warte ich jetzt direkt mal auf die 1750, dann haben wir den Turm hier auf jeden Fall auch ready. Du kommst hier auch her, weil... Why not? Oh! Da wurde es ihm dann doch ein bisschen zu heiß, dem Bub. Ja. Lauft und berichtet davon. Ihr kleinen Versagerli. So, schön Aufstellung beziehen. Ja, es gibt nur noch ein paar Bruten, die wir jetzt hier noch totschießen müssen oder so ähnlich. Und ja, sie werden... Die kommen halt nicht mal an. Okay. Also das habe ich so noch nie erlebt. Das fand ich gerade krass. Wie leicht uns diese Verteidigung hier gefallen ist. Ganz im Ernst. Ich wäre aber sogar so arrogant zu behaupten, dass das relativ wenig mit den Flüchen zu tun hatte, die wir benutzt haben. Wow. Sondern tendenziell und schlicht und ergreifend einfach dadurch, dass die feindliche Armee, die angegriffen hat, einfach nichts konnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Da haben wir dann das nächste Problem.
Naja, wir kennen's ja, ne? Wir kennen es ja. Dann verteidigen wir mal wieder unsere Hauptstadt. Das wird wieder mal ein bisschen ätzender, als ich mir das wünschen würde. Sie kommen nämlich wieder von allen Seiten. Die Sache ist, wo stellt man sich da auf? Ich meine, wir hatten relativ guten Erfolg mit dieser Verteidigungsstrategie. Warte mal, wie viele? Ich hatte auch zwei Türme. Das ist alles so ein bisschen ätzend. Hier haben wir immerhin drei. Also, ich würde fast behaupten, wir verteidigen hier. Ja, ich glaube, wir verteidigen hier. Und zwar dergestalt, dass wir jetzt erstmal hier die Schützen da. Also die rüstungsbrechenden Schützen dahin packen und dahin packen. Dann Speerkämpfer dahinter. Weil wir ja wissen, was da auf uns zukommt. Dann wissen wir aber auch, dass aus der Richtung so ein Käse früher oder später kommt. Das heißt, wir müssen uns auch in diese Richtung absichern. Aber hier steht und fällt halt am Ende alles mit dem richtigen Beschuss. Hier versuchen wir den Feind wieder abzulenken. Und ihr seid hier meine ausfallende Truppe. Ich würde ausnahmsweise tatsächlich hier versuchen, ein Gebäude zu errichten für ein bisschen mehr Nahkampfabwehr und Führerschaft, dass die hier nicht gleich davon laufen. Du gehörst auch zu dem Turm da. Okay, wunderbar. Das ist alles gut. Dann können wir loslegen. Du gehst darüber. Und den Rest können wir wie immer nicht sauber verteidigen. Der Witz ist, dass das hier als eine Stadt gilt, ne? Das ist der blanke Hohn. Wie schnell ist der? 78. Wir sollten eigentlich viel schneller sein als die. Und jetzt wird ja schon geschossen, was echt scheiße ist. Also gut. Ich schick mal, warte mal, dich dahin. Dich dahin. Ich muss halt die Fernkämpfer von denen jetzt hier so ein bisschen unter Druck setzen. Ihr holt euch jetzt den da. Ne, ihr sollt eigentlich hier diesen Nahkampf nicht suchen. Kätzchen lenkt hier Gegner ab. Okay, wir machen den nächsten Turm. Und den Turm noch. Das ist ein wichtiger Turm. Dann gehst du jetzt hier nochmal ein Stückchen vor. Und du auch. Dahin und dahin, dass wir schießen können. Also der Streitwagen ist zerstört, das heißt, wir gehen hier raus. Ihr schießt auf die da. Leider rennt jetzt Kätzchen jetzt hier weg. Nee, das ist ein anderes Streitwagen, glaube ich, hier, ne? Wir greifen jetzt mal diesen Streitwagen jetzt hier an. Und wir müssen gucken, dass wir diese rosa Horrorstrot bekommen, weil dann haben wir nämlich die besten Chancen, sie zu töten.
ohne dass wir selber allzu viel Schaden nehmen. Okay, wieder weg. Jetzt chargen wir die mal besser an. Ich hoffe, Kätzchen kommt wieder. Dann gehst du immer wieder weg. Hallo Kätzchen. Kätzchen hat sich gesammelt. Gut, dann gehen wir da rüber, Kätzchen. Oh, die haben schon sehr viel eingenommen, was ich ätzend finde. So, jetzt versuchen wir den Streitwagen hier noch auszuschalten, wenn es irgendwie geht. Das wäre nach wie vor so mein Wunsch. Ist auch ein Value-Ziel. Und wenn wir Glück haben, locken wir sie damit sogar noch jetzt hier in die Beschusslinie rein. So, der Streitwagen ist zerstört, gut. Kätzchen kann die Zangors hier angreifen. Wobei Kätzchen ist eigentlich gut gegen große Ziele. Sogar ziemlich gut. Okay, du greifst es da an und du greifst da an. Oh! Und so eskaliert es schon. Attacke. Jetzt müssen wir mal dieses Scheißvieh tot kriegen, ne? Und der ist halt einfach jetzt hier durchgelaufen, ey. Die ignorieren halt einfach komplett hier unsere Kampflinien. So, raus und raus. Nicht, dass ihr sterbt. Das könnt ihr hier noch mit angreifen. Wir haben ein ganz mieses Gefühl bei der Schlacht. Ganz im Ernst, ein richtig, richtig beschissenes. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier das schaffen werden. Du greifst hier noch mit an. Du da. Du gehst jetzt da noch mit hin. Das Vieh ist tot. Gut. Ihr könnt es hier noch schießen. Du drehst dich um. Du drehst dich dahin. Du gehst da noch mit hin. Jetzt können wir diesen Turm hier aufbauen. So, totschießen und totschießen. Die Ausgangslage ist jetzt schon sehr, sehr knifflig. Vor allem, weil die ganze Zeit diese blöde Zauber runterkommt. Stellt euch mal da auf. Es sind halt auch leider eine Riesenmenge an sehr, sehr großen, bösen Viechern. Und eine Riesenmenge an großen, bösen Viechern ist groß und böse. Für uns. Also die KI nutzt schon radikal die Basilisken, ne? Die hat richtig Bock auf die Basilisken. Also gut, hier haben wir den Käse jetzt hier gewonnen. Jetzt versuchen wir mal da lang außen rum zu gehen. Ihr hört auf zu verfolgen, das bringt's uns nicht. Es geht darum, jetzt so viele wie möglich von denen hier noch down zu kriegen. Ach du Kacke, hier bricht schon die Linie. Okay, umdrehen, sonst habt ihr einen Angriff in den Rücken. Damit können wir nicht arbeiten.
Ja, wir haben zu lange gebraucht. Kacke. Ich glaube, wir können das wieder nicht verteidigen. Aber da sind wir halt wieder an dem Punkt, ne? Also, ich finde es halt einfach eine Katastrophe, dass du halt eine Nebensiedlung, selbst wenn du... Also das ist ja eine überdurchschnittlich gut verteidigte Nebensiedlung. Die ist deutlich überdurchschnittlich gut verteidigt. Wir haben keine Chance, das Ding zu halten. Gegen eine Full-Stack-Armee. Zumindest in der Regel nicht. Da fehlt einfach so viel an Optionen. Die wir einfach nicht haben. Ja, jetzt sind auch die Türme kaputt. Damit ist auch alles erledigt. Wir haben halt auch einfach eine geringere Reichweite und wir sind auch im Nahkampf schlechter als sie. Also egal, was wir machen, wir haben auch natürlich auch keine Magie. Also wir sind in allen Punkten schlechter als sie. Das ist ätzend. Und dagegen kann ich auch relativ wenig tun. Ich meine, was machst du gegen einen Hagel an Zaubern, die von oben kommen? Ich meine, wir sehen, dass wir ihnen Schaden gemacht haben, ne? Aber das reicht halt nicht. Das ist halt das Problem. Das reicht einfach nicht. Also gut. Nee, mit dir mache ich garantiert keinen Nicht-Angriffspakt, mein Freund, weil du siehst schon so leicht aus, als ob du ein entfernter Cousin von Kairos sein könntest. Ja, und hier wurde unsere Siedlung ausgeraubt. Das ist Kacke. Das ist super Kacke. Ich habe jetzt halt nicht die Wahl, jetzt hier ewig rumzupimmeln, ne? Also ich muss jetzt halt mal demnächst hier mal Nägel mit Köpfen machen mit manchen Armeen. Ich nehme direkt die Verlustverstärkung. Nase voll von diesem Kairos, ganz im Ernst. Wo nimmt der die Truppen her? So, wieder zurück hier rein. Dann muss ich so schnell wie möglich hier nach Cerulus. Denn ich weiß nicht, ob Cerulus sich halten können wird. Und... ich glaube, der kam irgendwie von hier so rein, ne? Das ist so meine persönliche Vermutung. So, können wir jetzt so langsam aber sicher mal Truppen rekrutieren. Demnächst. Leute, es ist Turn 90. Wir bauen eine zweite Armee auf. Oh geil, ich kann die Eishexe mir holen. Ja, irgendwie passender als ein Boyar, oder? Ich weiß es ja nicht, wie ihr das seht. Nehmen wir eine Eishexe. Ja. Muss halt bloß aufpassen, ne? Mehr als 4 von den Akshinas kann ich mir nicht holen, weil die zu teuer sind. Okay, wir basteln jetzt hier wieder unsere Bösartigkeiten zusammen. Eventuell muss ich auch einfach lernen, diese Dinger etwas genauer einzusetzen. Warte mal, wie viel Geld machst du hier? 990... Sag mal, wie kann es sein, dass du hier so einen Arsch voll Geld machst? Egal, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass du hier erstmal kein Geld mehr machst. In der gesamten Provinz möchte ich ihm jetzt erstmal verbieten, hier großartig Geld zu machen. Matriarch of Kislev, ja, du bist hier immer noch alleine unterwegs und kostest mich eigentlich viel zu viel Geld. Tschüss. Ach, guck mal, wer hier der Meinung ist, dass er auch noch ein Wörtchen mitreden will. Ja. Aber eigentlich müssten wir das schaffen. Ja, sogar easy. Natürlich verliere ich die Kavallerie. Ah, also ich habe es jetzt absolut mal berechnet, weil ich bin der Meinung, wir hatten jetzt gerade eben genug Schlachten in diesem Moment. I am Konstantin, begone
Das muss nicht sein, dass wir jetzt hier gleich schon wieder rummetzeln müssen. Ganz im Ernst, ich nehme lieber die Bärchen jetzt hier an der Stelle. Ich glaube, die können ein bisschen mehr. Ja, Kostaltin. Es wird vielleicht mal Zeit, weil Kostaltin... Oh, stimmt, der kann ja alle diese Sachen lernen. Kostaltin ist ja eigentlich ein super Kämpfer. Also sorgen wir mal dafür, dass er halt auch wirklich ein super Kämpfer wird. Bei dir hier, da gehen wir jetzt hier auch mal auf die Schlachthymne. Sie sorgt noch dafür, dass wir weniger Verschleiß fressen, falls es Verschleißgründe gibt. Finsternis der Verzweiflung. Nee, wir gehen auf Ausweichen. Maiden of the Frost. Warum habe ich dich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß dich mal raus. Das sind einfach Sachen, die halt auch einfach nur Gold kosten. Und das haben wir jetzt auch gerade eben nicht unbedingt im absoluten Überschuss. Wir lassen es hier gerade immer beschädigen, in der Hoffnung, dass die KI das nicht sofort wieder angreift. Allerdings gehe ich davon aus, dass sie jetzt hier auf Zamoski gehen wird. Das würde so... Ja, was soll ich sagen? Würde zu ihr passen, ne? Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Ich hab's gewusst, verdammt. Ja, tschüss und ade, ne?